Studio runterladen auf der Seite tchsupport.de/cs. Und jetzt haben wir eigentlich diese Klasse gesehen, aber jetzt werden die meisten sagen, was bringt mir diese blöde Klasse? Ich kann diese Variable auch da oben hinschreiben. Und wieso es diese Klassen gibt, das erfahren wir das nächste Mal. Okay. Und mehr gibt's auch nicht zu sagen. Die Praxis kommt das nächste Mal. Wir benutzen Visual Studio 2010, OpenOffice Impress und Microsoft Expression Encoder 10. Tschüss.